Hoch oben über den Dächern von Klingenberg befindet sich sein Atelier. Beinahe jeden Tag ist er für mehrere Stunden hier, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Die Künstlerszene der Region hat seit März einen neuen Stern am Himmel. Er heißt Benjamin Reiher. Mit gerade mal 26 Jahren verkauft er seine Bilder schon bis nach Indien und New York. Seine Heimat aber ist der bayerische Untermain. Ich hatte den Drang, Künstler zu werden, schon eigentlich von klein auf. Ja, das zu machen, was mir halt am meisten Spaß macht, und das ist eben die Malerei. Bevor es an die Leinwände geht, zieht Benjamin natürlich erstmal das passende Outfit über. Für ihn außerdem ein ganz wichtiges Detail, die Musik. Also je nach Stimmung, Lust und Laune, dann wähle ich auch die Musik aus, weil wenn die Stimmung passt, dann stimmen auch die Farben und der Rhythmus im Bild. Und das kann manchmal Hip-Hop sein, manchmal Elektro, selten auch Klassik. Aber im Großen und Ganzen muss einfach gute Laune machen. Für MeinTV malt Benjamin eines seiner aktuellen Lieblingsmotive. Hier entsteht ein Mann, den er spontan in einer Londoner Bar angesprochen hat. Motive, die ich gerne male, sind eben auch Menschen, die mich irgendwie begeistern, und das hängt halt oft auch mit dem Ausdruck vom Gesicht zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass es ein besonders schöner Mensch sein soll oder eine besonders attraktive Frau oder irgendwas, sondern es gibt die tollsten Gesichter, die man irgendwie mitten auf der Straße findet, und dann spreche ich die Leute auch manchmal an und frage, ob ich die fotografieren darf. New Yorker Hochschulen, die besten Kunstprofessoren. Ohne seine Eltern wäre das nicht möglich gewesen. Den Wunsch ihres Sohnes, Künstler zu werden, haben sie immer unterstützt. Sie sind auch seine größten Fans. Ich hatte da immer ein großes Glück, dass meine Eltern da immer so voll dahinter waren. Und das hat mich natürlich auch angespornt. Heute ist der Kleinostheimer sogar so erfolgreich, dass er von dem Verkauf seiner Bilder leben kann. Angefangen hat das schon, als er noch ein Kind war. Benjamin war gerade mal 13, da hat er sein erstes Bild verkauft. Da kam jemand auf mich zu und der hat gesagt, er würde gerne mein abstraktes Bild kaufen. Und dann habe ich ihn verkauft für 180 Mark. Kurz danach kam nochmal eine Frau und wollte ein Bild abkaufen. Da wollte sie mir schon 600 geben. Dann habe ich gesagt, für das Geld verkaufe ich es nicht. Und habe es behalten. Und ich bereue es bis heute nicht. Das Bild hängt jetzt bei uns im Wohnzimmer. Sich von seinen Kunstwerken zu trennen, fällt dem 26-Jährigen bis heute nicht leicht. Er will wissen, dass seine Gemälde in guten Händen sind. Einer seiner Fans ist ein Kunstsammler aus dem fernen Indien. Die Geschichte dahinter ist beinahe filmreif. Am New Yorker Flughafen haben sich die beiden zum ersten Mal getroffen, als der Sammler gerade dabei war, sich vorzudrängeln. Und ich habe ihn halt angesprochen, habe gesagt, hey, warum drängeln Sie sich vor mich? Und er hat gesagt, ja, ich habe ein First-Class-Ticket, aber es gibt nur keine First-Class-Schlange. Und später beim Weg zum Gate stand er schon wieder bei mir in der Schlange, und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er hat halt erzählt, er ist Kunstsammler, und ich habe gesagt, hey, ich bin Künstler. Und habe dann ihm meine Bilder gezeigt, woraufhin er mich dann später in Deutschland kontaktierte und ich dann daraufhin eingeladen wurde, nach Indien zu kommen und meine ersten Bilder verkauft habe und Aufträge bekommen. Der talentierte Künstler ist auf der Überholspur angelangt. Doch er weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, denn Talent allein reicht nicht aus. Ja, eine Sache, die man bestimmt braucht als Künstler, ist Glück, weil Können allein reicht, ich glaube, in fast keinem Beruf. Man muss halt Leute haben, die einen unterstützen, und da hatte ich großes Glück, als ich den Markus Lippertz kennengelernt habe, als ich 18 war, oder den Professor Goppelsröder mit 17, 16, die mich dann in ihre Ateliers eingeladen haben, mit denen ich malen durfte und die mir ihre Gedankengänge erläutert haben und mich als Maler und Mensch prägen. Ein weiterer Mensch, dem Benjamin auf seinem Weg begegnet ist, ist Rainer Graf von Thun und Hohenstein. Der Graf ist von Benjamins Talent so überzeugt, dass er ihm sein Atelier kostenlos zur Verfügung stellt. Explizit fördert die Rainer Graf von Thun und Hohenstein Group junge Talente. In diesem Fall das Ausnahmetalent Benjamin Reiher, dem wir in Klingenberg am Main ein großzügiges Atelier gebaut haben.
Der Kleinostheimer ist alles andere als das, was man unter einem spleenigen Klischeekünstler versteht. Wenn er nicht malt, treibt er Sport. Als Teilnehmer am Ironman sind Alkohol und Zigaretten für ihn tabu. Nicht einmal Kaffee trinkt er. Der Sport ist für ihn Abwechslung und Ausgleich. Und auch sonst ist der junge Maler bodenständig geblieben. Obwohl ich schon überall war, so Indien oder New York oder Paris, Spanien, Barcelona, in Wien habe ich gelebt, muss ich sagen, dass ich trotzdem als Maler oder als Mensch hier gewachsen bin und zum Entschluss gekommen bin, dass ich auch hier sein will, weil mich das einfach immer wieder begeistert und inspiriert, den Taunus zu sehen oder Aschaffenburg zu sein. Das ist für mich einfach meine Heimat. Ja.